man schön ausgeschlafen nach längerer Zeit. Oh nein, es sind Bam Bam und Dorin. Oh nein. Oh, nö. Hm, Dorin hat schlechte Augen, ist blind wie Blindschleiche. Wie bitte? Jetzt geht's aber los. Wenn Dorin Augen im Kopf hätte, dann hätte Dorin auch überrieseliges Monster gesehen. Ja, wenn es existieren würde, hätte ich es gesehen. Ja, es ist mal wieder soweit. Jetzt redet ihr von einem riesigen Monster. Bam Bam hat genau gesehen, war ober-über gigantisches Monsterviech. Für einen Winzling wie dich sieht halt alles ober-über gigantisch aus. Punch mit Soße. Außerdem ist Bam Bam überhaupt nicht winzlig. Bitte, Freunde müssen beweisen, dass Bam Bam keinen Lodermist erzählt. Du willst, dass wir da ein Riesenmonster für dich finden? Was hast du denn gesehen? Bam Bam hat auf Piola-Weg gesehen. Hat gerade beim Rumbummeln und war gerade beim Rumbummeln und hat dann zufällig geglotzt. Er glotzt. Alles klar, wenn es tatsächlich so ein Monster gibt, können wir das wohl ohnehin nicht ignorieren. Also gehen wir. Freunde sind Lieblingsfreunde von Bam Bam. Moment mal, ich dachte, ich wäre dein Lieblingsfreund. Diese Monsterjagd ist doch pure Zeitverschwendung. Dorin und Bam Bam, ne? Das ist schon die dritte oder vierte Mission, die wir mit denen zusammen haben. Und jedes Mal, sind das, ja, sehr, sehr lustige Sachen, die da passieren. Aber ja, ich hatte heute einen schönen Tag. Und selbst, Caster, und selbst? Oh, das können wir jetzt sogar craften, sehr schön. Schwupp, die Schwupp, Schwupp. Let's move out. Schwupp. Da hinten sehe ich noch einen Container, den nehme ich mal direkt mit. Hey, that's not your Container. Silbermünzen wieder. So muss das. Oh, was ist denn da oben? Das sieht nach einer Plattform aus oder so. Lass da mal hin. Das ist ein kaputter Levness, auf den ein Gegner steht. Okay. Ganz viel schwarzer Nebel. Und? Was ist das denn? Ach, das müssen wir jetzt wohl von der Outquest hin. Oh. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir da doch hin gleich. Viel geschafft. Ich lese mich momentan ein bisschen in die Finanzwelt ein. Also ein bisschen am Hustlen auf Arbeit. Und danach. Ach, in diese liest dich zum Beispiel in hier EFTs ein, zum Beispiel. Oder was genau? Wupp, schwupp. Ja. Yes, Sir. Nice. An der Metwurst EFT ne? Steht bald. EFT. Exchange Funded Trends. First. Ja. Gehen wir mal rein. Glad I made this journey. There's nothing special here. Friends sure we come to right place? We're good. You'll see. Is this real? That's the Cloud Keep. Whoa! Fantastic bit of tech. Amazing how they kept it hidden.
So is this where the Queen's been sleeping then? Yes. Right at the very top. Right. Let's move. Not far now. A few more stairs. We might finally discover the way to free the world. End Mobius's reign. Topographical info updated. Tatsache, kurz mal Nebenquests ein bisschen nebenbei liegen lassen und einfach mal ne, Hauptquest weitermachen. Weil wir das ja jetzt hier entdeckt haben, die Wolkenfeste. Hübsch. Hübsch, 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 hübsch. It's been one revelation after another these days, and now here we are, walking through thin air like it's totally normal. Watch your step. It's a long way down. Die guten alten Treppen. Claptrap aus Borderlands 2 und 1 und 3 und ne? Und so weiter und so fort. Hätte hier ein bisschen Probleme, weil seine einzige Schwäche, ne? Ansonsten ist er perfekt, aber seine einzige Schwäche sind Treppen. Die kann er nämlich nicht steigen. Der Arme. Cool. Sieht echt sehr hübsch aus. Dann sehe ich einen Container, den möchte ich natürlich mitnehmen. Das ist ein silberner, ja. Wie viel Münzen haben wir denn? 85, okay. Container. So. Mir ist übrigens aufgefallen an dem, war das Montags- oder Dienstags-Stream? Ne, Montags, ne? An Montags-Stream, da haben wir relativ lange sogar gespielt, ne? Irgendwie 6 Stunden oder so. Unter der Woche. Ist ja voll komisch für mich. Können wir hier nichts machen? Das sieht so wichtig aus. I'm back. Willkommen zurück. Welcome back. Sada. Hängt die Wäsche? Denk mal ja. Okay, wahrscheinlich müssen wir irgendwann später nochmal nach ganz unten. Erkunden wir aber noch ein bisschen weiter. Okay, da ist nichts mehr so wirklich. Yes. Ah, ist gut zu hören. Der Ausblick auf der Wolkenfeste ist auch sehr schön. Wir müssen einmal komplett rum oder schaffen wir den Sprung hier? Nee. Das wird nichts. Das wird nichts. Wir müssen einmal außen rum. Ich habe gerade erfahren, dass eine Nachbarin Corona hat. Muss mich testen. Oh Gott. Was ist das für ein Emote? Hallo? Was ist das? Was ist das, Heather? Ich kann es nicht entziffern. Was ist das? Ha. Treppe hoch. Genieß den Ausblick natürlich hier. Gott, ist das so schön. Ist das hübsch. Wir schmelzen den Emoji. Okay, der wird auf dem PC nicht angezeigt, so. I believe that you're not getting sick, Sela. Das ist, das will jetzt kein Grammar-Nazi sein, aber das ist das falsche Your. We'll 6 Stunden Overwatch-Hype. Kind of mein WLAN will wieder nicht. Oh nö. Oh nö, Sela. Oh nö. Hübsch, 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 wie die Franzosen sagen, wenn sie eingedeutscht sind. Boy, that's my Elalalalandisch. Meinst du Englando? Oh. Wir klopfen an die Tür, ne? Klopf, klopf. Do you wanna build a snowman? We're here. Yes.
She's really pretty. It's her. That's the real Queen of Agnes. She's sleeping and not dead, right? Don't worry. She'll awake soon enough. Ah! She's up! What? Your Majesty! She's been killed! How delicious! I can taste your despair already. I'm afraid you won't get your way. We worked hard to make this world ours. No way that we'll relinquish it now. Yoren! You rats! How'd you find us? I don't get your surprise. That one's still half Mobius. You didn't seriously think we'd lose her, did you? Or did you think you're all that just because you managed to defeat N? Well, thanks to you, I got to end that aggravating old bat, fulfilling Zed's orders in the process. Looks like we got played. Yoren, are you seriously? Seriously what? Teaming up with this creep. You've killed her! Wasn't that clear? You know I am Mobius. I was reborn, and on that day, Jay surpassed you all. That day? Right. Then tell me. Why did you do it? Trade your life for mine. You could have ignored me, got away safe. Well, gee, I have no idea. Let's see, there might be something in one of my memories. Maybe if I die instead of him, I'll please him? Perhaps that's what I was thinking. One of your memories. Since I couldn't do anything else right, you know? Must be nice to be you, Lance. Just being yourself. Nice to be me. You couldn't fathom how hard it is to be useless. You'd never understand, unless you'd seen yourself in that light. Oh, here's a thought. How about you try interlinking with me for a lark? I bet you'll cry at the state of me. Fun fact, you know. When you become Mobius, you're treated to all the memories of your past lives. I got to see all the different me's. Although they all pretty much met the same sad end. Deadweight will always be that. I am nothing but myself. Those were all just coincidences. We know different. That's right. We thought... No, I knew for sure that you were awesome! Whatever. Bet you were well and truly fed up with me. Although, back on that day, I still managed to surpass you. I can still be here, feel this rush. And now, I'm having the time of my life! Okay, Zeit zum Campen. Machen wir als erstes ihn hier, würde ich sagen. So. Hier noch Erdbeschmetter-Kombos. Let's go. Machen wir auch jetzt schon mal die Synchro einmal. Damit wir den Kampf ein bisschen besser starten. So. Hoffe, dass ich nicht auch Corona habe. Ich arbeite nächste Woche. Oh Gott, oh Gott. Das wäre natürlich nicht gut. Dann drücke ich auch mal die Daumen. Setup.
Los, die müssen wir als erstes besiegen. Er hat Eat Shit gesagt. Nice. Oh, puh. Oh, ja, ja, ja. Okay, gehen wir doch mal auf Yoren. Ich glaube, der ist einfach zu besiegen. Außerdem hat er gerade Aggro getaggt. Ja, umwerfen. Leute, dann kriege ich da nicht mehr hin, ne? Ne, schade. Vielleicht haben die jetzt gerade noch einen gespawnt? Wer ist denn das? Levios Puppe. Okay, kann jemand Sagiri bitte reviven? Ah, verdammt. So, umwerfen zumindest. Ey, die Puppe wird geheilt? Von wem? Jorin wahrscheinlich, ne? Muss gucken, was die Gegner so machen, damit ich weiß, wen wir am besten fokussen. Mal ein bisschen darauf achten, was sie in dem Kampf gerade machen. Ich glaube, Jorn spawnt halt hier diese komischen Puppen. Und heilt. Bei dem Healing bin ich mir noch nicht ganz sicher. Okay, jetzt gerade ist der unbesiegbar. Heißt, wir gehen mal auf Jorn wieder. Ich glaube, der kann auch Leute unbesiegbar machen. Hatten wir auf eine Dreier-Synchro. Und Mio und Tyon sind gerade relativ low. Gar nicht gut. So. Zack. Und wir haben fast die Dreier-Synchro. Na, okay, okay, okay. Gar nicht gut. Mio muss am Leben bleiben. Okay, okay, okay. Sehr schön. So, und wir haben fast die Dreier-Synchro. Ist wieder down. Oh hey, Tyon und Mio sind down, wir haben verloren. Geil. Ja. Kann ich den Kampf irgendwie aufhören lassen? Irgendwas. Los mit Minus? Irgendwo. Ja, nee, das wollte ich nicht. Nein. Ja, komm, lass uns einfach killen. Das ist das dumm immer. Wenn beide Healer down sind, dass man halt, dass man halt den Fight automatisch verliert. Ja, Kampf von vorn beginnen. Geben wir. Wir haben die Klasse halt auch nicht so wirklich gut ausgeprägt. Sollen wir einfach einen dritten Healer mit reinnehmen? Ich guess so. So, Juni, du bist der Tank. Das heißt, wir nehmen dich. So, so und so. Zum Glück ein paar Tests. Was? Noch ein paar Tests. Hätte keine Lust, wieder Tests zu laufen. Für mich habe mittlerweile 25 hier liegen. Oh Gott. Was? Ich denke nicht. Aber was? Aber ich denke nicht, dass ich Corona abbekommen habe. Das wäre zumindest gut. Bitte jemand umwerfen. Wenn halt jetzt schon, dass der Damage nicht mehr da ist, weil wir jetzt einen Healer mehr haben. Aber brauchen wir halt wegen dem Revive. So, wir sollten auf Fusionstechniken fokussieren. Yes, 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 yes. Kann ihn bitte jemand zum Schwanken bringen? Leute. Bitte irgendjemand. Warum haben alle anderen Aggro außer ich als Tank? Bam, bam.
das auch noch was? Nee, anscheinend nicht. Hab eigentlich immer eine FFP2-Maske auf, wenn ich einkaufe in ihre Wohnung. Okay, okay. FFP2 ist ja auch die, die mit am meisten was bringt, ne? Schub, schub. Come on, kann jetzt bitte irgendjemand den mal zum Schwanken bringen? Okay, komm. Ich einfach so meine Sachen. Und genau, nachdem ich meine Sachen benutzt habe, ist er am Schwanken. Ja, ja. Ja, so, so. Man kennt's so, ne? Man kennt's. Es ist immer so. Immer. Wie unlucky kann man eigentlich sein? Das nächste Mal wird er jetzt nie im Leben schwanken oder so. Okay, er ist gerade unbesiegbar. Es bringt also nichts wirklich auf den Rad aufzuhauen. Okay, jetzt geht's wieder. Come on, will irgendjemand ihn nicht ins Schwanken bringen? Irgendjemand? Nein. Okay, machen wir die beiden Angriffe und gehen in unsere Möbius-Form. Dann wird Zeit, mein Team zu buffen. So. Jetzt ist er wieder am Funken. Sehr lustig. Finde ich sehr witzig. Hopp, hopp, hopp. So, heilige Kanone für den extra Schaden auf Möbius. Ah, es geht. Hab schon mehr Schaden mal gesehen. So. Waffen. Machen wir noch einmal die Special und dann gehen wir noch in die Kette rein. Hoffentlich noch bevor wir aus dem Dingens gehen. Ich glaube. Und? Was haben wir für eine Angriffskette? Jawohl, wir haben noch die. Die Ouroboros-Kette bekommen. Sehr schön. Mein Nacken hat gerade keinen Bock, immer noch verspannt, trotz Massage. Nicht gut. Wert 150%, wenn der Held das Kommando abschließt. Okay, merken wir uns das. Machen wir als erstes Noah. Obwohl, warte mal, vielleicht haben wir da Schwanken. Machen wir das mal. Leider kein Glück gehabt damit. Dann darf Talion. Heilung brauchen wir gerade nicht. Das heißt, wir machen physische Abwehr vom Gegner runter. Sollten wir auf 99 landen. Dann schließen wir die Kette mit ihr ab und machen eine Zupflegeschwächung. Das heißt, die PP sollten steigen. Richtig? Ja. Auf 150, nice. Das heißt, wir kriegen zwei wieder in unsere Kette rein. Aber wir haben eh die Ouroboros-Kette. Warum versuche ich auf 100% zu kommen? Ja, wieder super schlau von mir. As always. Ja, I guess. Dann nehmen wir unsere drei Heiler. Was hier? 90 sein. Dann das hier. Da sollten auch 99 sein. Und immer noch 99. Und zum Schluss. Jetzt ein Angriff extra Damage. Bam, bam. Komm auf 200%. Yes, easy. Dann haben wir auf jeden Fall Yoren schon mal besiegt. Wir müssen noch den anderen Möbius besiegen, dann haben wir den Kampf. Aber ich glaube, es sollte schon einfacher sein, weil jetzt nur noch ein Gegner da ist im Gegensatz zu ihm. Es sei denn, der kriegt jetzt irgendwie einen Enrage-Mode oder so. Das wäre natürlich nicht so schön. Okay, wir gehen auf die Schmetterkombos, Leute. Donner Stahl. Zack.
So, jetzt muss wieder irgendjemand den Gegner bitte zum Schwanken bringen. Bitte tut es einfach. Ja, sehr gut. Bitte, bitte einfach Gegner zum Schwanken bringen. Schwanken? Leute schwanken. Ah, sehr schön. Schleudern und schmettern. Bam! Der hält aber gut aus. Autsch. Ah, jetzt gerade am Schwanken, aber ich hab. Oh doch. Jetzt. Dann schleudern. Schmettern. Was ist das? Warum ist dein Enrage-Mode jetzt ein bisschen mehr nach rechts gemoved? Das verstehe ich nicht ganz. So. Donnerstahl. Zack, zack. Genau, und jetzt können wir Sonne wieder zum Schwanken bringen. Bitte. Bitte bringt ihn zum Schwanken, Leute, bitte. Autsch. Oh, jetzt hat er geone-shottet, kann das sein? Krass. Kauensklinge. Ist wieder der gleiche Angriff? Der gefühlt one-shottet, oder? Ne, nicht ganz. Aber Stahl. Nice, er ist am Schwanken. Den können wir jetzt umwerfen. Schleudern. Und schmettern. Dann gehen wir in unsere Synchro. Und machen jetzt auch Flächenheilung und Stärkung für alle. Bam. Und die heilige Kanone natürlich nicht vergessen. Für den extra Schaden. Möbius, die ist aber echt verdammt tanky. Vor allem der ist 54 und wir sind ja alle 65. Das heißt also, wir sind auch eigentlich überlevelt, würde ich doch sagen. Unaufhaltsamer Speer macht er. Okay. Sehr schön. Nochmal geschmettert bekommen. Hier haben wir beide Kombos. Zack, zack. Kurz bevor er down ist, machen wir unser Kettenkombo. Donnerstahl. Und Kettenkombo für die Bonus-OP. Senkt bei Angriffsketten physische Abwehr und Ether-Abwehr des Gegners um 25%. Machen wir das doch direkt mal als erstes. Mit Sigiri. Genau, wir wollen den Gegner erstmal zum Schwanken ist er schon drin. Dann lass doch gleich Blutung drauf machen. Ja. Haben 75 damit. 63, okay. 63, dann. Ja, das sollte eigentlich schon reichen. Nice. Dann kriegen wir dann das und das und das und das. Lass das probieren. Genau, sollten an die 90 rankommen. Dann nehmen wir Sigiri. Machen Schwäche aufteilen. Wir machen Seitenangriff für extra Schaden. Weil sie die Kette beendet hat, kriegt sie nochmal extra. 154, nice. Das heißt, wir kriegen wieder zwei Charakter in unsere Kette zurück. Das ist schon mal ein guter Anfang für die Kette. Also wir kriegen sogar Sigiri zurück, das ist super gut. Machen wir uns einen Angriffsbuff für alle, indem wir Lanz hier auswählen. Fangen mit Umwerfen an für den extra Damage. Yes, yes. Gehen dann auf Tayon. Obwohl. Nee. Lass mal. Ohnmacht Explosion machen. Bam bam. 85 haben wir damit. Wird Tatsache sogar noch
Ich hätte erst Ohnmacht, dann Ohnmacht, Explosion machen sollen. Egal, passt erstmal so. Sind wir auf 99, genau. Nehmen wir Sigiri, um auf hoffentlich 200% zu kommen. Ich glaube, das wird nicht, oder? Doch, nice. Kriegen also drei Charakter wieder zurück. Exzellent, Reaktivierung. Leider nicht Sigiri, das ist ein bisschen blöd. Machen weiter mit Noah. Das hier als erstes. Prozent haben wir dann 41, damit würden wir schon auf 100 kommen. Das heißt, wir nehmen beide Healer. Will ich Abwehr runter. Sie hat Explosion. Machen wir das auch mal für extra Schaden. Sehr gut. Oh, mach nochmal schwanken. Bam. Oh, sogar fast wieder 200% bekommen. Aber 150 reicht auch vollkommen aus. Tapferer Angriff. Zwei gute Charakter wieder bekommen. So, wir müssen entweder. Okay, wir können nur sie nehmen, ne? Genau. Yes, 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 yes. So. Fangen mit Umwerfen an. Bam. Geht dann weiter auf Talion. Mit der Ohnmacht. Nee, ne? Okay, machen wir das hier. Sind auf 100% und mit ihm sollten wir dann nochmal auf 200 kommen mit Glück. Yes. Sehr, sehr gute Kette von uns bisher. Es kommt noch der Ouroboros-Schritt am Ende. Mit Lanz und Senna, genau. Wir fangen an mit. Da könnten wir eventuell schon auf 100 kommen. Ja, ich riske es. 81, nice, sehr schön. Dann nehmen wir alle Healer, die wir haben. Ja, Punktelimit. Gucken wir, was wir den Gegner nochmal die Abwehr runterkriegen. Nee, weil er leider resistent gegen. Dann. Gleich Ether-Abwehr noch runter. Nee, auch resistent. Schade. Hat jemand von euch Schmettern? Schwanken? Nee. Ohnmacht, unnötiger Schaden. Zu viele Geschwächungen. Ich glaube, wir machen den Seitenangriff. Let's go. Bam, bam. 309%. Okay, es gibt also keine. Keine Stufe über 200% Bonus. Das ist auch eine schöne Kette, die wir da ausgepackt haben. Gut Schaden gemacht. Auch die Charakter benutzt. Millionen Schaden. Das ist unser neuer Rekord. Be nice to be strong like you guys. And me? I was just a worm crawling in the dirt. But what I wanted was to fly. With every single new day, I looked up to admire the birds freewheeling above. But I was a worm. Jorvern, cut the crap. The stuff you guys said was like if those birds went. But Mr. Worm, you do such great work tilling the soil. It's really important you keep at it for the sake of the world, you know? Do you see what I'm trying to say? And what's so wrong about that? I wanted my wings, you bastard! I thought if only I could earn your approval, it'd be like an updraft I could soar on!
But birds, what can they possibly know of how a lonely worm feels? Yoren! Just how could you possibly think like that? You wanted approval, so you... How could I not? That's why I became Mobius. So I could be what I always aspired to be. What? This is you? It looks nothing like you. Yeah, but, like, that's what I want to end up like someday. Silly, huh? Liar! If you think you're satisfied being this way, you're lying to no one but yourself. I know you can't be at peace with this, so drop the act. And yeah, maybe to you we were like birds. But that has nothing to do with strength. Only lack of choice. Lack of choice? Just look at how the world is for us. It wouldn't... It would never allow us to take any other form. So we have to change it. For weak people like us. Weak? You're weak. On that day, weren't you smiling? Oh, yes. I sure was smiling. Because it was the moment I rose above you. It was a grin of victory. No, it wasn't. On that day, you... That was the real you. Our friend, Yoren. Stop mocking me. Look, you'd made it, Yoren. You spread your true wings. Yoren. Your death, it changed me. Fighting isn't everything. I learned that if I chose, I could change myself, become anything. Yoren, I'm grateful as Spark to you. Ain't you the same, Yoren? Maybe if you had the choice too, in a world where nothing has to be like this. And that's exactly the kind of world we want to create. We want choices. Remember your Mobius. You should have other nice memories as well. You have to try and remember them, anything at all. I've seen all kinds of death. Taken a long, hard look at myself. So let me tell you. Yoren. You're more than this. Yoren, you've given me so much. You helped me find the will to endure these 10 hard years. Come to us, please, Yoren. Let's all stand together. You don't belong with them. You just don't. Was that also me? That day it was like my body just moved. Don't you think you're getting carried away there? Ugh, what a loser! You good-for-nothing shit for brains! An interlink? He's taken him over. Ugh! He's a real piece of work. Dee, you scum! Ever had dreams? Dreams of dying, of being slaughtered. Ah, well. Most people forget as soon as they wake. No harm done. But tell you what, they're all completely true. And so
nothing. What? What if they were? The past is past, and the present is now. I wasn't finished. Dreams, you see. They're little traces of intense memories from your past lives that didn't get purged before rebirth. Little harmless bugs in the system, let's call them. However, not so with Mobius. Just like the runt said, when you become Mobius, in that very moment, all your past memories come rushing back to you. To put it mildly, it's transcendent. Before coming here, I went to visit the Pharaonis, where I keep my collection. Collection, you say? To my collection! Oh Gott, let's go. Ass whooping time, richtig, Sarah. So, zack, zack, wir gehen weg auf Fusionstechniken. Möbius D and J. Hab ich ja letztes Mal schon drüber gelacht. Dass genau Möbius D und J sich fusionieren können. Und dann werden sie zum DJ. Geh mal in den Kreis. Zack, zack. Kann jemand schwanken machen? Einfach, ich brauch nur schwanken. DJ Möbius. Yes, yes. Oh, schwanken, sehr schön. Dann schleudern.
Noch ein Schmettern. Bam. Wait, warum ist er schon wieder so tanky? What? Das ist doch nicht normal. Na, einfach jetzt schon mal eine Angriffskette, ne? Kriegen wahrscheinlich eh noch eine zweite. Passt also. Ich überlege hier jetzt nicht so groß. Ja, ich mache einfach nur, dass wir schnell ein bisschen Schaden raushauen. So, dann das hier. Kommen wir auf 93. Seitenangriff. Bam. Angriffskette. Richtig, richtig. Ganz oft in den Fights immer gegen Boss-Type-Enemies. Das Angriffskette halt das Bessere machen kann. Jetzt versuche ich aber nicht zu min-maxen, sondern einfach nur schnell drauf. Nicht lang überlegen, einfach machen. So, Frank nochmal versuchen. Ja, leider wieder resistent. Der runter und hoch. Sensen wir. Okay, Seitenangriff. Sollten auf 150 kommen. Jetzt Heldenbonus. Ich hätte sogar, glaube ich, noch einen extra machen können. Gott, er hat echt krass viel Leben. Ich kann mir vorstellen, dass wir nur auf Hälfte Leben bringen müssen und dann Cutscene kommt oder so. So ist es häufig bisher passiert. Und schwanken sehr schön, finally. Apparate. Und so auf 99 damit schon, okay. Ich hoffe, mit Juni kommen wir auf die 150, please. Oh mein Gott, ist das kacke. Wir müssen hoffen, dass wir nicht Lanz wieder bekommen. Sonst haben wir drei Healer und können die Kette nicht weitermachen. Okay, wir haben sie bekommen. Das ist super. Nehmen wir Mio. Ohnmacht. Into Abwehr runter. Hoffentlich. Yes. Das runter und dann darf sie wieder einen Seitenangriff machen für 200%. Du führst meine Gedanken aus. Was meinst du, Sarah? Exzellent. Reaktivierung von allen Charakteren kriegen wir jetzt gleich. Fangen wir mit an. Dann nehmen wir die drei Healer. Eins. Zwei. Dann machen wir mit Mio zur Explosion für nochmal ein bisschen extra Schaden. Bum bum. Sehr schön. Und schließen ab mit Sigiri. Wieder mit einem Seitenangriff. Bam. Heldenbonus. 411%. Okay. Autsch, autsch, autsch. Die Kette macht echt nicht so viel Schaden, wie ich gerne gehabt hätte. Kickflip-Zeit. Let's go. Let's go. Er ist noch nicht mal in seine zweite Form damit gekommen. 1,3 Millionen Schaden auch nur. Das geht besser. Wir haben 2er Synchro gerade. Versuchen wir auf eine 3er Synchro zu kommen. Oh Gott. Die sind umgeworfen worden. Sehr schön. So. Gehen wir wieder. Jetzt in seiner zweiten Form. Machen wir direkt Dreier-Synchro an. Und dann buffen wir unser Team ein bisschen. Und heilen. Natürlich. Auch mal ganz wichtig. Zeit. Juhu.
Grimmige Eile. Sehr interessante Namen für seine Angriffe. Boah, was Boah? Was Boah ist er da? Das könnte man in einen dieser Memes machen, was? Muss man Kontext mitschreiben, weil einmal gibt es ja den Stream Delay und meistens ist dann schon der Gedanke irgendwo anders. Oder beim Schleudern wegfliegt. Ich glaube, ich bin einfach lost. Du. Wir haben fast wieder genug eine Angriffskette, aber ich möchte die Angriffskette erst relativ spät am Kampfesende machen. Versuchen wir mal, nicht Explosion, doch Explosion-Kombo zu machen, genau. Das wäre sehr praktisch, weil damit geht der Buff von seiner zweiten Phase weg. Das wäre doch sehr wichtig, das wegzukriegen. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Dings dafür haben. Wir brauchen ja einen mit Ohnmacht und mit Explosion. Bumio hat Explosion und Ohnmacht und ich glaube noch ein Hinato Ohnmacht zumindest. So. Bumio ist down gerade. Ist aber. Oder noch zwei Healer. Hielt er sich oder guck ich blöd? Hat er nicht eben weniger Leben noch? Das wäre ja krass. Mio, no. Ja, die sterben hier dauerhaft die ganze Zeit weg, aber können ja von anderen revived werden im Kampf. Das würde erst so, als ob wir dem keinen Schaden machen. Heilen wir den mit unseren Angriffen oder? Was ist hier los? Ich glaube, eigentlich Explosionskombo ausgerüstet. Warum war er jetzt. Warum hat irgendeiner von unseren Charakteren Schleudern eingesetzt? Dann habe ich mir gedacht, gut, dann kannst du auch schmettern. Aber eigentlich sollten wir die Ohnmacht in Pu Explosionskombo kommen. Oh, umwerfen. Sehr schön. Hat irgendjemand Ohnmacht von euch bitte? Ja, sehr schön. Und jetzt noch Explosion, Leute. Explosion. Knapp, dann nehmen wir es auch vorbei. Ne? Wir haben unsere Synchro. Mio ist voll hübsch. True. Und dann haben wir hier, ach mal, hier haben wir Explosion. Das ist gut. Falls wir die Kombo hinbekommen. Ich muss nur hoffen, dass unsere Charakter den Gegner zum Schwanken bringen. Umwerfen und ohnmächtig machen. Explosion haben wir auf Talion zumindest. Zack, schwanken. Noch umwerfen, Leute. Sehr gut. Ach, come on, Mio. Nice. Sehr, sehr nice. Das war die Explosion. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt ist nämlich sein Buff weg. Jetzt können wir auch wieder Schmetterkombo reinmachen. Oh, ja. Schleuder. Raus da. Auch noch Stahl. Angriffskette ist wieder ready. Let's go. Ja, ich warte noch ein bisschen ab damit. Weil nach einer Angriffskette ist man mal relativ schwach. Und wenn man die am Ende macht, dann kriegt man auch gut Bonus-EP. Und garantiert somit auch, dass der Gegner auf jeden Fall stirbt. Autsch. Ist dran weh. Dann wir mal in der Abwehr hoch. Ach. Oh, ist umgeworfen worden. Schleudern. Okay, Leute. Weiter. Let's go. So. Wir haben fast wieder eine Dreier-Synchro ready. So, was ist die Dreier-Synchro? Gehen wir rein. Sprechen wir den Gegner auch gut. So. Dann kommt die Achtfach-Explosion.
Komm. Sprecher. Eine Schwäche. Okay. Und eine Kette. Hat er noch alle vier Schwächen? Ne, er hat nur eine Schwäche drin. Okay, wir fangen an mit Senna. Bringen den Gegner hoffentlich zum Schwanken. Wurde leider nichts. Aion. Sehr schön, 99 und Sagiri als Sigiri als letztes wieder. Bam bam. Kommt unsere 150. Ganz knapp zumindest. Sehr schön, winken wir wieder. Sehr schön, Sigiri ist mal das Wichtigste, dass wir die wieder bekommen. Lanz dürfen wir leider nicht, den hätte ich gerne aber mitgenommen. Dann nehmen wir Noah. Versuchen wir ihn noch zum Schwanken zu bringen. Vernichtung. Leider nicht zum Schwanken gebracht. Versuchen wir ihn dann zumindest ein bisschen noch zu debuffen. Nice Trefferrate runter, bringt zwar nicht mehr so viel, aber immerhin. Besser als nix. Jetzt sind wir auf 99% wieder. Enden das Ganze mit Sigiri. Bam bam. Kommt auf unsere 200% sogar. Wow. 69, habe ich eine 69 überlesen. Schade. Kriegen drei Charakter. Oh, unsere drei Angreifer sogar. Nice. Gehen mit Sigiri weiter. Kommen auf 100% damit? Ich hoffe mal nicht. Ah, ich hätte auch eh schwanken machen sollen. Und wir kommen auf 100, ne? Oh, ganz knapp nicht. Sehr, sehr gut. Abwehr runter. Dann darf Sigiri wieder abschließen. Mit einem Seitenangriff. Wieder 200%. Locker easy. 300 sogar hätten wir geschafft. Wenn es dann noch einen extra Bonus für gäbe. Oh, ich muss wieder ins Mikro gekommen. Ah, leider nicht Sigiri wieder bekommen. Entweder mit Mio. Ja, wir können nur mit Mio enden. Ja, okay. Morgen schwanken bitte. Verdammt. Zu viel Pech, was das angeht. Auf 99. Nochmal 99. Bitte schwanke einfach, bitte. Yes, finally. Immerhin am Ende noch. Hat uns zwar sehr viel Schaden gekostet, weil der Gegner kein Umwerfen oder Ohnmacht oder Schleuder-Debuff hatte. Da kriegen die immer extra Damage. Grenzensprenger. Fangen an. Hat noch irgendjemand anderes Umwerfen? Warte mal. Umwerfen. Ja, sie weiß ich, aber hat sonst irgendjemand? Heißt, Yuni muss den erstmal umwerfen. Dann. Glanz die Ohnmacht. Da macht die Abwehr runter. Hoffentlich. Wie ist jetzt? Abwehr ist unten. Dann machen wir noch eine Explosion. Bam, bam. Und Sigiri macht dann das Schlusslicht mit einem Seitenangriff. Wie viel Prozent? Wir haben 438%, ey. This is the
Bam, 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 bam. Sehr viel EP-Bonus auch wieder dazu. 400%, das sieht man gerne. Bam, 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 bam. 1,9 Millionen. Nicht, kein Rekord, aber auch sehr gut. Than take lives with his blade. He'd behead his enemies with talon-like swords, bring them back, and add them to his collection. So that's who we're dealing with. Is this your doing? Jay, what are you trying to pull? I can't crush these fools if you hold your strength back. Give it to me, you no-good deadweight loser! Deadweight loser? Who else, kiddo? So give it up! Go on, give! Look, you'd made it, Yoren. You spread your true wings. So let me tell you, Yoren, you're more than this. I can be more. What's going on? All right! That's what I'm talking about! With this much power, these chumps are... That's enough now! I've got more than enough juice to... The Black Fog! I knew it! Yoren's doing that! Stop it! Yoren! If you don't stop, you're gonna die! I can't move! Cut it out! Jay! Cancel me into it now! Move your ass! Do what I say! I will not. I've decided. It's my choice. I will be different. Yoren! This is who I am. Isn't it? Noah. Uni. Lands. Jay, stop! If I die here, I won't... Snuffing idiot. Always putting others ahead of yourself, you moron. You should have just looked out for number one. But you were so scary, I didn't really feel like I had that option. I suppose. I'm sorry, Yoren. Maybe... if we meet again.
Yeah. And next time, we will win. That was... Yarn. Yeah, sure was. I swear, he hadn't changed one bit. But this... this isn't okay. People shouldn't have to make such heartbreaking choices. Yeah. That's exactly why we gotta move forward. Yeah, well... What do we do? The Queen's... she's gone now. What do we do? What can we even do? This was... supposed to be how we'd take back our world. I'm so sorry. I knew I was half Mobius. I should have been more careful. But instead... Wow. That bastard! Stuck me good, he did. Two Setris to the side and things that have been a sight worse. What? Oh, you must be... impossible! I saw it! I saw her being stabbed directly through the heart! And all that blood everywhere! But now... now she's alive! Alive and kicking! Yeah! You are... good. So it worked after all. Your Majesty. My name is Nia. And I am the Queen of Agnes, one wing of Ionios. Eieieiei. Ja, ich möchte das Spiel bitte speichern. Wie viele Stunden sind wir jetzt drin? Ich habe übrigens das Gefühl, als ob jetzt gleich ein langer Storydrop kommt, pretty sure, und sie und die ganze Welt erklärt. Das wird wahrscheinlich eine 2-Stunden-Cutscene sein oder so. Deswegen würde ich vorher nochmal kurz auf Klo gehen, bevor wir da weitermachen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich!